Achso, Geld. Wisst ihr, was willst du jetzt machen? Wir gehen in die heiße Quelle. Natürlich. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Wir hätten doch schon längst in die heiße Quelle gehen können. Oh, ein prähistorisches Tibia. Was ist das? Oh, für Gunnar. Ja, cool. Wir können uns doch hier dran aufladen. Warum habe ich da nie dran gedacht? Warum sagt ihr mir das denn nicht, Mensch? Hechi, jetzt ist das eure Schuld. Also wirklich. Nicht nett. Nein, Spaß. Ich habe schlichtweg einfach vergessen. So. Ach, guck mal, es heilt uns sogar. Ist ja auch interessant. Ah, ein bisschen Energy. Können wir gleich noch ein bisschen in die Mine. Aber wir haben ja gesagt, heute beschenken wir erstmal. Wenigstens zwei, und zwar Maru und Sebastian. Wenn wir hier dann rausgekrochen sind, was irgendwie gerade gefühlte Ewigkeiten dauert. So. Und dann muss ich nochmal zurück mit Inventar lernen, weil ich jetzt einfach erstmal Hals über Kopf so, Zug! Ihr versteht das. Es ist einfach dieser Zugzwang, wisst ihr. Es ist wie bei so Zugvögeln. Okay, okay, genug der schlechten Werte. So, gucken wir mal, ob Herr von uns zu Sebastian überhaupt anwesend ist. Oh, Maru! Hallo, Maru! Ich habe hier was für dich. So. A birthday gift? That's very kind of you. I love it. Oh, yeah, das freut mich. Und auch bei ihr haben wir jetzt ein grünes Herz. Ja, ich genieße die Saison, danke. Okay, hier komme ich nicht rein. Kommt der Typ raus? Huch! Oh, hello there! My dad and I are just testing some soil samples. Ich verstehe kein Wort. Don't be shy. We could use a hand, actually. Could you watch this baker for me? I'm gonna grab the last batch of samples. I'll be right back. Okay, dann gucken wir einfach mal, was da passiert. Schauen wir mal. Thanks for helping out, Surot. Kein Problem, Dimitrios. Wir helfen doch gerne. Maru's a good kid. She's my special little girl. I won't want anything getting in the way of her bright future. Know what I mean? What? Isn't dumb. Just some food for Surok. Hey, sorry about that. I hope you found something to talk about while I was gone. I was just telling Surot about the soil samples we're testing. Right, Surot? Ich sag mal nichts. Well, we'd better enter the situation before it crystallizes on us. Okay, here, Surot. Let me show you to use the equipment. Okay. Kriegen wir eine Lehrstunde und dann werde ich rausgeschmissen. Geil. Da, ich wollte noch zu Sebastian. Ich weiß nicht, wann der rauskommt. Bro. Na gut, wir versuchen es später einfach nochmal. Ich möchte jetzt auch nicht den ganzen Tag stehen. Ja, schön. Das war so gesehen, in Harvest Moon nannte man das liebevoll Herz-Event. Ich gehe mal davon aus, dass es das hier auch so in der Art war. Was halt bedeutet, dass es bei den Charakteren, die man heiraten kann, weiblich so wie männlich natürlich, versteht sich, solche Punkte gibt. In dem Fall wohl ab 3 Herzen. I don't know. Wir werden es ausprobieren, auf jeden Fall. So, das geklaute Dings kommt hier rein. Das ist ein Stein. Was kommt da hin? Ja. Schon cool. Bin mal gespannt, was da noch alles auf uns warten wird. So, das
schaffe ich eigentlich noch zu Gunther zu bringen. Das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Und dann gucken wir nochmal nach Sebastian, ob wir den vielleicht doch noch irgendwo finden. Das Problem ist halt, die laufen zu bestimmten Tagen halt auf spezielle Routen ab. Es ist halt alles vorgegeben. Und da muss man dann halt gucken, ob man die Person erwischt oder nicht. Zum Beispiel wie die Leute hier unten. Die stehen da rum. Oh, Abigail! Das kommt mir auch sehr gelegen. Und gesellt euch hier mal zum Dino. Abigail, können wir dann den letzten am Tisch mal geben? So. Abigail! Immer, Darling! Oh, Sirius, love this! You're the best, Roach! Okay, wir müssen bald mal eine Lesestunde machen, sehe ich. Wir haben dann doch schon ein bisschen was angesammelt. So. Zack. Ein bisschen kaputt machen hier, zack. Drei Steine. Das Ding hatten wir, glaube ich, schon. Und noch mehr Steine. Geil. Oh nein, Gunther can tell us. Okay, dann gehen wir noch mal hier rein. Gunther! Ich bin noch mal da. Das voll machen sollen. War schon ein bisschen doof jetzt. So. Bitte schön. Sieht auch ein bisschen mager aus, das Ganze. Aber es wird mit der Zeit. So. Sebastian. Jetzt wird's Zeit, dass du dich mal zeigst. Auch wenn die Sonne scheint. Ich gehe gerade noch kurz den Strand checken. Gegen Muscheln oder so Scheiß. Oder vielleicht Blubberblasen. Jetzt habe ich Energie. Jetzt habe ich komplett volle Energie und weiß nicht, so dann so. So, das nur, weil ich dem Zug hinterhergejagt bin. Geil. Also jetzt, liebes Spiel, hätte ich absolut nichts gegen Blubberblasen. Hm? Blubberblasen. Jetzt würde ich liebend gerne ganz viele davon nehmen. Einfach so. Weil es kann. Okay, hier ist nichts abzugreifen. Also gehen wir nochmal hoch. Zu Sebastian. Damit ich die Frozen Tiere noch loswerde. Da laufen sie, die kleinen Schlingel. Ich weiß, dass sie sich freitags zum Beispiel. Nee, das ist er nicht. Dass sie sich freitags zum Beispiel im Saloon treffen, weil rechts im Saloon ja noch so die Spielecke ist. Arcade-Geräten, Billardtisch und so ein Kram. So, Sebastian. Hast du dich mittlerweile aus deinem Zimmer bewegt? Nö, der hockt immer noch vorm PC. Alter! Kacke. Ich komme bei dem natürlich nicht rein, weil ich keine Herzen bei ihm habe. Weil man kann halt erst ab einer bestimmten Stufe da rein. Hallo Maru. Ja gut, Kacke, ne? Doof gelaufen, machst du nichts. Auch keine Blubberblasen. Egal, ich stelle mich jetzt hier trotzdem mal hin und angel. Hallo. So, dann angeln wir jetzt halt ein bisschen. Auch egal. Vielleicht ergibt sich ja im Laufe der Zeit auch ein paar Blubberblasen. So, hier in dem Bereich wäre schön. Lala. Voll das fette Holzstück hier unten. Boah, es hat was angebissen, tatsächlich. Hoppala, hier geblieben, hier geblieben. Hallo, Freund. Hab doch keine Angst. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Springfisch. Was ist denn das? Ach, du schon wieder. Ich hab den doch schon mal. Ach, guck an, da hat sich jemand aus seinem Zimmer bewegt. Ich bin fast beeindruckt. Ups. Das war ich so sehr abgelenkt von der Kollision da unten? Kollisionsabfrage.
raucht der Typ? Ist ja unglaublich hier. Aber schon mal vorbildlich, er raucht nicht in seinem Zimmer. So, Sebastian, ich hab was für dich. I really love this, how did you know? Wer weiß das schon? Was? Ich hab nichts gemacht. Nein, das habt ihr nicht gehört. Das war ich nicht. Könnt ihr mir sowas unterstellen? Wirklich. Oh ja, geil, Trash. Das, was ich liebe. Mir mehr davon. Gib mir some Müll. Ja, yeah, eine Schatzkiste, cool. Ein Schub. Seed für Gunther. Okay. Wenn man ja mein Gesicht jetzt hätte sehen können, hätte man sich auch gedacht so, ha, die hat sowas und keine Ahnung, was das ist. Ach, ich weiß nicht. Wow, Angel, bleib mal locker. Ah, den Schub braucht wir fürs Bundle, das weiß ich, deswegen werden wir den aufbewahren. Schuppen. Jetzt haben wir noch so viel Energie und keine Blubberblasen. Ist schon gut. Könnten wir den Fisch morgen in die Suppe tun? Ist schon eklig. Das jetzt gar nicht. Ich will da kein Weizen reinmachen. La 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 la. Wir packen das da rein. Das ist eine gute Sache. Dum 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 dum. Dum, dum, da, da. Ich müsste mal jetzt so eine Wartemelodie einführen. Scheiße. Okay, gut. Ich so eine Wartemusik einführen, so Warteschleifenmusik. Er steht immer noch hier draußen und smokt sich halt weg. Mein Gott, was ein Kettenrauch, Alter. Ich smoke mir heute doch der anderen. So. What? Okay, gut. Ist ja auch nicht meine Gesundheit, sondern seine. Kinder. Raucht nicht. Nein, ganz ehrlich, raucht nicht. Es ist teuer, es ist ungesund und niemand hat was davon. Außer die Industrie. Weil die scheffelt nämlich euer Geld damit. Also, tut's einfach nicht. Lasst euch von niemandem sagen, das wäre cool oder so. Das ist es einfach gar nicht. Und das ist auch kein Hobby oder so ein Scheiße. Das ist einfach schädlich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selbst mal geraucht. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Auch wenn es nicht viel ist, aber es reicht endlich, dass ich meine Pike wegbringen kann. 5000 Gulds. Schön. Ah, schon wieder Sonne. Extra Lack. On living on the land. Starting tomorrow, a usual amount of shells and corals are expanded to wash up on beaches all around the world. I'm not a scientist, but I found something to do with crab matting season. Okay, morgen soll es irgendwelche speziellen Muscheln geben am Strand, also ab morgen. Und ich habe Pech. Scheiße. Okay, das ist jetzt Kacke. Ich habe nichts aus die Suppe zu tun, außer diesen Fisch. Oh doch! Oh, meine Radieschen sind fertig. Puh! Radieschen, ihr rettet mir gerade meinen Arsch! Scheiße. Okay. Zack. Die Radieschen retten mir meinen Popo. Ich muss morgen aber noch mal unbedingt Saat kaufen. Jetzt hat weh.
Ja, das Fest ja am Strand, das müsste ich eigentlich noch heute noch in den Laden kommen. Ist ja am Strand. Weiß es nur nicht. So, eine behalte ich. Boah. Weil zu Clint würde ich eigentlich auch gerne. Weil die NPCs hier verhalten sich lustigerweise nämlich komplett normal, auch wenn Festival ist. Trotzdem einfach da. Das heißt jetzt aber, wenn die Pike dann in Arbeit ist die nächsten 2-3 Tage, werden wir die nächsten 2-3 Tage erstmal nur angeln. Wahrscheinlich sehr zur Freude einiger. Die wir dann beim Ablosen zugucken können. Wobei ich sagen muss, ich bin ja schon besser geworden, ne? Das kannst du ja nicht mehr sagen. Also, kannst du ja nicht mehr bringen. So, ja, die ist immer noch voll schlecht. Das geht nicht. Okay, so. Ansonsten machen wir das einfach alles morgen. Gehen einfach gleich mal auf dieses dumme Fest. Wenn das jetzt um 9 anfängt, ich muss noch ein bisschen gießen, bis ich da bin. Aber man hat ja leider... Ja, es hat angefangen, okay. Weil es hat ja auch leider eine begrenzte Zahl, wie lange es halt geht. Ich mach gerade noch die Kanne voll. Und da geht's los. Ich frage mich, warum meine Hopfen hier immer noch nicht... Ist das überhaupt Hopfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Guck mal schnell, ob hier noch was liegt. Da oben. Nehmen wir natürlich mit. Und jetzt ab zum Strand! Oder auch nicht, weil ich vor einen Stein renne. Ein Stein hält mich davon ab, zum Strand zu kommen. Oh no! Ich bin viel zu spät, wetten. Viel zu spät. Puh. Angekommen. Boah, so viel Essen. Wobei das hier nicht gerade appetitlich aussieht. Hallo ihr Lieben. I woke up late, stepped out of the door and found myself in the middle of all this hubbub. Okay. I forgot that today was Luau. How's the farming coming along? It must be a busy season for you. Naja, leider nicht. Geht so, ne? No. Whatever Linus is roasting smells awful good. Good thing I came with sunscreen. I wonder if Mauro could use some sunscreen on her shoulders? Ah, slow. Continuous rotation is Kater Archive the perfect roast. Was ist das denn? Auf einmal ist die Brücke hier wieder kaputt, weißt du? Ich glaube, was sagt? We do this festival every year to give the governor a taste of everything the Wally has to offer. Mayor Levis hopes that we'll get the governor on our good side. That's why he's so neurotic about the way the soup tastes. Blah, blah, blah. Governor? Who cares? Why should I care about some random old guy? Nicht sehr freundlich. Nicht sehr freundlich. I'm full, but what else is there to decide eat? Jetzt, der ist jetzt schon voll. Läuft bei ihm. One year Sam put a pound of anchovies in the potluck soup. Ever wondered why Sam leads the town and community service hours? Okay, schön. Was hat denn hier der Gute zu sagen? What a lovely occasion. It's always a joy to visit Stardew Valley. I must speak to the mistress about purchasing a vacation home here. Look sharp, the governor's here for this annual visit. If you brought something for the potluck, make sure and add it to the soap couch. Okay. Da verabschiedet sich gerade mein Rechner. Sehr cool. So, da bin ich wieder. Aus irgendeinem Grund hat sich da gerade einfach mal kurz mein Rechner verabschiedet. Jetzt sind wir einfach nur bei Desktop. If you brought something for the soup, climb the stairs on the 8. Okay. Wir climben hier hoch. Blub, 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 blub. Und packen das Radies. Ja, added the Radies to the soup. Dann machen wir das Festival noch schnell zu Ende. Und dann werde ich erstmal schauen, was mein Rechner für Komplex hat. Shall we move forward with Luau? The governor seems a little hungry. Yes, let's start. Ja, mal
mal gespannt, was er jetzt sagt. Sieht schon ein bisschen eklig aus, ehrlich gesagt. Well, folks, it's time once again for the potluck ceremony. I trust that you all put high quality ingredients in the pot this year. We don't want to go for a trick or treat to the well. Nö, hab ich nicht. Normales da reingeworfen. Well, Governor, would you do us the honor of tasting the soup? Of course, I've been looking forward to do this all year. Pressack. I don't have much to say about this. It's an average soup. Ja, eine durchschnittliche Suppe. Kacke. He's right. It's nothing special, not bad. Well, who else wants some soup? Nobody wants soup. Nobody! The soup was just average, but otherwise the dinner wasn't a success. Time to head home. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Denke ich. Gute Nacht. Ich will schlafen. Ich war Katzi.